Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch die Geschichte namens Toms grausame Entführung vorlesen. Viel Spaß dabei! An einem wunderschönen sonnigen Samstag wachte Tom auf. Er putzte sich die Zähne und räumte sein Zimmer auf und ging die Treppe runter. Er machte sich ein Müsli. Nach dem letzten Löffel rufte er "Tschüss, Mama" und ging zu seinem Freund Noah. "Hallo, Noah", sagte Tom. "Wollen wir spielen?", fragte Tom danach. "Ja", antwortete Noah. "Wollen wir Fußball spielen?", fragte Tom. "Ja", antwortete Noah. Die beiden spielten und spielten. Es war das Halbfinale, als ein Mann kam. Der Mann sagte, "Hey, darf ich mitspielen?" Tom antwortete, "Nein, leider nicht, wir sind gerade beim Halbfinale." Der Mann sagte, "Also so eine Unverschämtheit, du bist ja also sehr frisch." "Nein", sagte Tom, wir sind gerade beim Halbfinale und ich bin kein Frischer. Und sie sollen jetzt mit ihrem dummen Gesicht gehen. Tom hielt sich den Mund so ungeschlossen. Der Mann schrie, "Es reicht, du kommst jetzt auf der Stelle her." Tom trat näher. Er konnte nichts anderes tun. Er entschuldigte sich und wollte gerade wieder zu Noah gehen. Doch plötzlich schnappte der Mann Tom. Tom, schrie Noah. Hilfe, schrie Tom. Doch nach einiger Zeit konnte Noah Tom nicht mehr sehen. Tom war verschwunden. Einige Tage vergingen. Doch Noah fand Tom immer noch nicht. Dring! Es klingelte an der Tür. Noah kam so schnell nach unten und machte die Tür auf. Es war Toms Mutter. Sie machte sich große Sorgen um Tom. "Wo ist Tom?", fragte sie. Noah antwortete, "Er wurde entführt." "Was?", schrie die Mutter und weinte. Sie rufte so schnell sie konnte die Polizei. Die Polizei kam in 5 Minuten. Als die Polizei ankam, fragten sie, was ist? Die Mutter sagte, "Nein, so, mein Sohn ist entführt worden." Die Polizei sagte, "Von diesem Mann hier?" Die Mutter sagte, "Ich weiß es nicht." Sie rufte Noah. "Ja", antwortete Noah, "dieser Mann war's." Tom war in einer kleinen Hütte am Ende der Stadt. Der Mann zwang ihn so nett zu ihm zu sein, doch die Polizei fand ihn nicht. Eine Woche verging und sie fand ihn immer noch nicht. Die Mutter beschloss, ihn selber zu finden. Doch Tom war mutig. Er trat dem Mann ins Gesicht. Der Mann fiel ohnmächtig um. Tom wollte rausrennen, doch plötzlich nahm ihn ein Seil das Bein und Tom hing da und weinte. Nach einem Tag wachte der Mann auf. "Oh nein", sagte Tom. "Oh doch", antwortete der Mann. Der Mann war gerade dabei, Tom einen zu verpassen. Doch Tom boxte ihn und er fiel noch einmal ohnmächtig um. Toms Mutter konnte gar nicht aufhören zu weinen, nur versuchte sie zu beruhigen. Doch er schaffte es nicht. Die Polizei fand ihn auch nicht und Tom hing hilflos in der Hütte. Nach 2 Tagen wachte der Mann auf. Aber diesmal wollte er rausgehen. Die Polizei entdeckte ihn. Doch plötzlich hielt der Mann vor der Polizei eine sehr große Waffe. "Hände hoch oder schieße!", schrie der Mann. Tom fürchtete sich so sehr, doch die Polizei konnte nicht schießen. Sie hatte Panik. Die Mutter kam angerannt. "Oh mein Gott! Tom! Oh mein Gott! Mama!", rief Tom. Er wollte so schnell wie es geht zu seiner Mutter. Er machte den Sprung, den die Mutter ihm beigebracht hatte. Es war ein Salto. Er drehte sich im Wind und landete auf den Füßen. Er ging auf Zehenspitzen hinter diesem Mann her. Und jetzt war der Moment. Tom sprang auf den Mann. Der,
Der verlor seine Waffe. Die Polizei nahm ihn sofort fest und sagte, jetzt haben wir dich. Tom rannte zu seiner Mutter und umarmte sie. Noah kam schnell angerannt. Die beiden umarmten sich. Alle gingen nach Hause. Dieser Mann wird 7 Jahre im Gefängnis sitzen, berichtete die Polizei. Alle umarmten sich zusammen. Und das war die Geschichte. Viel Spaß beim nächsten Mal.